Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 2. Ja, zuallererst, ich habe hier ein bisschen wieder mit der Magie rumgespielt und die verteilt. Und zwar habe ich festgestellt, dass Toxicum, wo ja beistand, löst Gift aus, dass das gar kein Statuseffekt ist, sondern ein Damage-Spell, der einfach nur, hier, da steht vergiftet das Ziel. Ja, und der macht einfach Naturschaden. So, Esprit im Buch stand, entzieht LP, so wie es auch bei Saugen der Fall ist, nur tatsächlich absorbiert es MP. Und als ich das beim letzten Mal rausgefunden habe, war ich schon ein bisschen sauer, weil die ganzen Sachen doch nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorstellt. Weißt du, liest auf dem Buch, ja, funktioniert so und so, kommt da was anderes raus, ist ein bisschen doof. Aber dafür weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Wir müssen in die Unterwelt und hier über dieses Ding müsste das jetzt gehen. Das ist nämlich aufgeploppt, als ich das Schloss verloren habe. Verlassen habe. Und ich schaue jetzt mal, wie es hier ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Oha. Eine Jade-Passagier. Wir haben hier wieder so Stacheln auf dem Boden. Sind das Stacheln? Oder ist einfach nur Wald? Ist es nur Wald? Okay. Hektoaugen. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe noch ein bisschen trainiert vorhin. Deswegen, ich gehe mal ganz unverfänglich rein. Ich habe auch ordentlich hier Flair geboostet. Aber natürlich fangen wir wieder mit Bann an. Okay, Bann bringt gar nichts. Und wie sollte es anders sein? Leckerer Kaffee steht auch neben mir. Aber er ist vergiftet, das finde ich schön. Ich wünschte nur, die würden wirklich besser angezeigt werden. Man hat es gerade gesehen, beide haben mit dem Giftbeil angegriffen und da sind nochmal HP weggeflogen. So, hohe Magieverteidigung haben diese Hektoaugen wohl. Oh, weißer Drache. Mit eiskaltem Blick oder ohne? Was können wir denn nochmal darauf zaubern? Ich habe ihr jetzt auch Hast und Berserker. Obwohl Hast hatte ich ihr, glaube ich, davor schon gegeben. Und Aurea hatte sie auch. Oder Aurei. Aber Berserker hatte ich ihr noch gegeben, weil es ja ein Schwarzmagie ist, um alle zu boosten. Ich beschleunige mal das Ganze. Oh, geil, an der Vergiftung gestorben. Oh, Ext erhöht und Berserker Stufe hoch. Nice. Also ich bin hyped, ich möchte das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Jetzt wieder, wo ist der richtige Raum? Ich gehe jetzt erstmal zur Kiste, denn die ist safe. Oh, ein Morbul-König und Nabiswurm, das sind natürlich cool. Aber Morbul muss als erstes ausgeschaltet werden. Langjährige Final Fantasy-Spieler wissen, der ist der gefährlichste. Okay, das ging leicht. Und Bann ist halt, ja. Habe ich ja im letzten Video schon gezeigt. Easy going. Und da sie jetzt auch Esprit hat, kann sie sich halt echt schnell ihr Mana wiederholen. Das ist. Okay. Bann ist einfach ein One-Shot für alles. Das ist so gut. Und ja, das Geld. Oh, Diamantkeule. Was haben wir denn für. Ist das was für dich? Keule aus Diamant. Die Magiestörung geht runter. Eigentlich warst du ja mal ein Paladin, aber wir lassen das jetzt erstmal so, bis wir was Geileres bekommen. Frostbogen. Ja, haben wir bisher nicht gebraucht. Eine Niete, das war zu erwarten. Müssen wir jetzt eben auch einen Schluck Kaffee nehmen. Solange er noch heiß ist. Ah, das ist immer wieder was Wunderbares. Okay, die Gegner schaffen wir eigentlich ziemlich einfach. Nur Bann geht jetzt halt auch ordentlich ins Mana.
Tokens, sie dann gleich mal umstellen auf Esprit. Oh, Salamander, nice. Also muss es ja hier weitergehen. Wie sieht es hier aus? Da haben wir eine Kiste, da haben wir eine Kiste, da oben haben wir eine Kiste und eine Menge Räume. Alles klar, dann schauen wir erstmal hier unten rein, das ist eh eine Niete. Ja, konnte man von ausgehen. Das ist ja schon ein ganz ordentliches Mana, was man zurückbekommt mit Esprit. Ja, easy, da kann ich ja demnächst wieder rumrasen mit Bann. Und Esprit sogar noch erhöht, krass. Höllenfeuer, was das macht, weiß ich gar nicht. So, wir haben da die Kiste, die müssen wir auf jeden Fall nehmen. Und unten die Kiste. Ah komm, machen wir mal ein bisschen Flair. Ich muss halt sagen, dass die meisten Damage-Zauber nicht so geil sind, wie man vermuten würde. Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Ich meine, nach Skillen oder nach Leveln geht relativ gut. Der Zauber, je stärker der Gegner ist, umso krasser geht das halt. Achso, stimmt, bei ihm ist die linke Hand bevorzugt. Bei Leon. Nichts war zu erwarten, aber... Gegner kriegen wir auf jeden Fall gut kaputt. Hier ist nichts drin. Und du kriegst halt die Belohnung dafür, das ist voll krass. Gerade ist echt viel los hier. Das ist sowas, was ich zum Beispiel... Tornado und Erdbeben können die Gegner auch einsetzen. Ich finde, das möchte ich auch nochmal so als Buch oder so finden. Das fände ich cool. Eine Falle. Oh, cool, die Musik hat sich geändert. One-Shot. Katzenkralle. Ich glaube, Krallen zählen zu... muss ja zu Faust zählen, dieser Faust-Symbol. Ja, und Firion hat fast 99 Stärke jetzt. Also mit den Handschuhen hat das ja ohnehin schon. Schade, dass man sehr häufig schon früh weiß, dass das Ganze nichts bringen wird. Muss ich auch aufpassen. Dann lieber einen sicheren Bann.
Ach, du kannst auch alle heilen, ne? Ja, ist halt richtig voll schon das Ganze. So, hier ist straightforward wahrscheinlich, oder? Ah, okay. Wie viele Kisten haben wir denn hier? Wir haben noch ein paar, also könnten ein paar Kistenräume kommen. Mach du auch mal mit. Nur einer, das ist schon. Ja, er hat jetzt gerade unten alles. Das ist schon heftig. Du so, du musst jetzt ja Medikar wahrscheinlich machen, ne? Das war klar. Die haben halt nicht mehr den Mundgeruch, sondern einfach nur. Ach so, das war. Ist sogar schon weg. Krass. So, da kann ich übers Wasser gehen wahrscheinlich. Die haben sogar Mundgeruch. Ja, darf ich spielen? Danke. Na, du greifst einfach an. Du bannst wieder. Das ist einfach die sichere Sache. Du knallst den hier hin und du greifst an. Mal 99, das ist schon ganz ordentlich. Wieder nichts. Ja. Ah, da kriege ich Schaden im Wasser. Alles klar. Das ergibt natürlich Sinn. Was haben wir denn hier noch? Mach mal Exitus. Greif an, greif an. Die werden von Exitus zum Beispiel auch noch geheilt. Das ist, ja, so wie Vampire dann. Aber vergiftet sind sie, ne? Ja. Viele unterschiedliche Monster kommen ja auch nicht. Ja, wieder nichts. Ja, warte mal. So. Wenn die so Dämonen oder was sind, müsste doch Sanctus stark sein. War jetzt nicht so viel Schaden. Also gefühlt bringt es gar nichts, die Zauber zu pushen. Muss man wahrscheinlich genau nachlesen, was jetzt wie wo stark ist. Ah, guck, Boss sogar. Ah, Biermordkönig. Sorry, mein Kaffee ist gerade so lecker trinkbar. Dann bitte einmal Hast auf die Gruppe.
Du tatsächlich einmal Band probieren. Du erhöhst unsere Verteidigung. Du greifst an. Oh, das reicht schon. Danke. Mächtigster Zauber im Spiel. Komplett broken. Runenaxt. Aber davon hatte ich doch schon eine, oder? Nee, die konnte kann droppen. Das war's. Egal, ich finde die Giftaxt cooler. Darfst jetzt immer wieder. Ist prima. Irgendein Raum muss doch mal ein bisschen was haben. Oh, Killer Mantis und Camillas. Ach du mal, hast auf die Gruppe. Ja, ich weiß, Bann ist langweilig, aber es ist nun mal sehr effektiv. Sind auch beide vergiftet worden. Das ist total geil. Ich finde die Giftaxt ist so ziemlich das Coolste hier. Exitus bringt nichts. Du kannst mal Flair auf den setzen und du kannst mal Sanctus drücken. Könnt natürlich auch so langsam mal das Ultima Grimoire benutzen, aber bisher sehe ich es einfach nicht. Ah, das ist ein Schwarzmagier, ja. Muss ich so? Ah, der kann ich was kaufen. Das ist ja cool versteckt. Der ist hier gar nicht ersichtlich gewesen. Jetzt will ich gucken, ob es bei den anderen auch was gab, aber ich glaube nicht. Nichts drin. Tschüss. So, wir sind in der Jade-Passage Stufe 4. Hier haben wir nochmal zwei Kisten, aber Guy darf erstmal die Gruppe heilen. Irgendwie werden es nur mehr Gegner. Es werden. Ist es die. Ändern tun sich die Gegner gerade gar nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Firion hat gleich die Punkte voll. So, wo waren die Kisten?
Da und da, ich gehe mal hier rechts in den Raum und gucken. Ja. Und da geht's weiter runter. Das ist halt so stark und ihre Geschwindigkeit ist auch so hoch. Das ist so witzig. Verräterzahn. So, jetzt haben wir hier mal was. Wollen wir dir mal eine Drachenrüstung anziehen? Machst du denn überhaupt gut mit Lanzen? Relativ. Was machen wir mit dem Aegis-Schild? Gegen sämtliche Zustandsveränderungen schützt. Die haben hier alle die Haarnadel. Und ähnliche Sachen. Ja, komm, dann kriegst du hier die Lanze. Und das Schild. Die Blutklinge ist halt leider nicht so gut. Er ist auch sehr schlecht im Ausweichen, muss ich sagen. Also mit Äxten oder so. Guy hat 99 Ausweichen und er hat immer 0. So, Drachenrüstung, womit die schon... Es geht halt schon direkt wieder los, ne? Er kriegt dann mega Schaden. Haben wir irgendwas anderes? Flammenhelm. Vielleicht finden wir ja noch die anderen Drachenklamotten. Irgendwas muss ja für ihn mal da sein. Ah, ich muss den Bann mal wegmachen. Ich muss ja auch mal irgendwas anderes leveln hier. So, das haben wir. Die Kiste oben müssen wir noch holen. Und dann rechts runter, alles klar. Es macht halt keinen Schaden. Das ist halt leider so. Es macht keinen Schaden. Ja, okay, jetzt kriegt er auch... Also es liegt auch daran, weil das Level halt dementsprechend gering ist, aber... Gefühlt hat man sehr viele Charaktere hier sehr lange nicht im Spiel. Und dort steht man halt da. Roter Drache, den hatten wir noch nicht. Bist du gegen Eis anfällig? Schauen wir mal... Also physische Attacken sind es schon mal nicht. Ja. Aber Eis rockt dementsprechend genauso hart. Aber die Vergiftung, die hat geprockt. Deswegen sind die Giftäxte so gut. Was können wir denn sonst noch machen? Wir haben ja nichts. Kannst ja mal versuchen, ihn zu verstummen lassen. Eis, das dürfte gleich reichen. Du schützt. Ich weiß nicht, was hier besser ist. Wall. Mach mal Wall. Du greifst an. Drachenschild. Der Bogen ist natürlich witzig. Weil den gab's, glaube ich, auch in anderen Final Fantasy Teilen. Ja, das machen wir damit jetzt. Eigentlich wäre es witzig, ihm hier jetzt das komplette Diamant-Set anzuziehen. Aber vielleicht ziehen wir Guy auch mal. Obwohl die Runenaxt ist schon dicke, ne? Das sind nur 190. Das sind 195. Ich finde halt diese Doppel-Giftball-Kombo so gut. Ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses ganze Menü-Terror kommen. Da mache ich irgendwann anders, wenn ich mal irgendeinen Boss nicht schaffen sollte. Denke ich drüber nach.
Das mit dem Toxikum ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Weil es ja schon was war, womit ich hätte was machen können im Spiel. Das gab es ja relativ früh. Und gerade hier diese dicken Riesen, die hätten mit Toxikum doch deutlich viel Schaden bekommen. Man muss halt im Prinzip immer gucken, wo ist jetzt gerade... Wogegen ist der Gegner anfällig? So, hier ist einfach einmal rumlaufen, drei Kisten aufheben, das sind dann noch die letzten drei. Das Lustige ist, dass das gegen Gegner zu leveln überhaupt nicht angenehm ist. Sprach er. Aber krass, ne? Jetzt hat Leon, allein nur weil er Schild und Speer trägt, so viel Ausweichen bekommen. Krass. Das sind irgendwie Untote. Versuchen wir mal Feuer. Okay, sind sie nicht sonderlich anfällig. Blitz. 100 ist nicht viel, also ist neutral oder resistent. Speer und Schild. Ja, und er kriegt halt dementsprechend. Jetzt rockt das bei Leon. Davor, der muss tatsächlich anscheinend... Das ist halt lustig, ne? Du kannst ihn spielen, wie du willst, aber du musst ihn auf Schild und Speer leveln. Denn damit ist er am stärksten. Mit zwei Äxten kriegt er keine Ausweichpunkte dazu. Das ist ja lustig. Was ich kurz gucken wollte... In der Monsterfibel. Da gibt es doch bestimmt jetzt hier irgendwo den Abisswurm oder so. Muss ich nur richtig lesen, wo der denn ist. Da, Abisswurm. Du bist anfällig gegen... Gar nichts. Absorbiert Feuer und Tod. Alles klar. Aber er ist Gattung Luft und Boden. Gut, wissen wir das jetzt auch. Tschüss. Oh, noch ein Protect-Ring. Das ist ganz geil eigentlich. Waren Handschuhe, ne? Machen ihn aber auch noch wieder schwächer. Ach, sorry. Ich fange halt so häufig mit dem Menü-Terror an. Möchte ich eigentlich gar nicht. So, hier ist nichts drin, ist klar. Weil es geht ja auch natürlich unten rechts weiter, so schwer war das nicht zu erkennen. Ich sehe jetzt auch nicht einen Gruß von Bann wegzugehen, wenn die Gegner sowieso keine sonderliche Schwäche haben, dass es sich mal lohnt, was anderes zu drücken.
Bald ist es soweit. Dann hat Firion tatsächlich es voll. So. Ups, falsch rum. So, so. Wir haben alle Schatzkisten. Den Händler haben wir gefunden. Dann kommen wir darüber wohl in die Unterwelt. Grüner Drache. Hatten wir den schon? Weiß ich nicht. Attacke. Der ist ja tanky. Aber die Giftaxt, die rockt das alles. No problemo. Genau bei denen habe ich es gesehen, tatsächlich. Die haben Esprit gegen mich gemacht und Mana gesaugt. Und im Buch stand halt, dass man LP damit absorbiert. Also dachte ich, es wäre eine stärkere Version von Saugen oder wie das heißt. Schlitzer kennen wir alles schon. Wir kommen auf jeden Fall ja sehr gut durch. So, wo kommen wir raus? Das Pandemonium, aha. Es scheint dann jetzt auch der letzte Dungeon zu sein. Okay. Können wir hier mal eine Hütte benutzen? Nee. Da muss Guy uns so heilen. Mal kurz gucken, wie hier ungefähr der Weg ist. Und hier gibt es nochmal 10 Schatztruhen und das ist dann halt das letzte. Sind das Räume oder nur Todesritter? Achso, du musst mal dir dein Mana wiederholen. Die heilen sich auch noch. Was für Schweine. Oh, wir haben eine Schleife gekriegt. Nice. Dann. Oh, die Mucke ist richtig geil, oder? Schleife. Die haben das, ne? Macht euch resistent gegen sämtliche Elemente. Steigert den Willen, steigert die Intelligenz. Armschmuck, der die Stärke steigert. Die Magiestörung. Was ist denn hier so? Ja, Diamanthelm. Stirnband. Steigert die Stärke. Ja, komm. Dann nimmst du den hier. Und du musst jetzt die Schleife nehmen. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Magieabwehr. Und wir haben Schutz gegen Zustandsveränderungen. Und hier kannst du auch nochmal schauen. Ja. Was ist das? Frost, Diamant? Ne, nehmen wir die hier. Mehr Agilität ist natürlich für ihn auch nicht schlecht, ne? Aber noch geht's, ja. Hast deinen Kraftreif. Und deine Stärke ist ja auch noch nicht auf Maximum, ne? Ne, der hat... Ja, guck. Aber Firion hat ja standardmäßig schon fast den Maxwert. Also das hier sind keine Räume, oder was? Das sind einfach nur Dinger, wo ich reinlatsch. Oh, nice. Mana haben sie auch nicht. Die haben jetzt auch wieder irgendein Special...
Element, wogegen sie anfällig sind. Was haben wir denn hier? Du kannst mal Bann probieren. Mithril. Blitz vielleicht? Du mach mal Sanktums drauf. Nichts. 500 ist schon okay, glaube ich. Das ist gar nichts. Jetzt kommen halt die Gegner und die sind halt deutlich stärker. Blitz war es jetzt nicht so ganz. Eis. Mach du mal das. Okay. War wohl doch eher Blitz. Die hauen ja doch... Alter, was hauen die rein? Okay, die scheinen gegen Blitz anfällig zu sein. Guy, du darfst heilen. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich verstanden, wie der Weg geht. Mantis Dämon ist klar. Das ist die Weiterentwicklung des Killer Mantis. Easy. Ich dachte halt, dass man hier doch tatsächlich mal rein kann, aber kann man halt gar nicht. Oh, Barbaren, cool. Ja, Bann ist so stark. Da kannst du machen, was du willst. Da kommst du nicht gegen an. Oh, ich muss Esprit noch nutzen. Ich brauche das Mana wieder. Esprit. Ja, das ist ja besser als nichts. Nice. Haarnadel ist okay. So, das merkt man jetzt ja auch. Die ganzen Gegner lassen deutlich dickere Sachen fallen. Ist das dann Tür? Nee, das ist einfach nur... Da müsste ein Pfeil bei sein, bei Türen. Haha, die Map ist gut. So, du musst Blitz auf den da machen. Kiste ist da oben und ein Weg, der weitergeht. Ich finde es schade, dass man sich irgendwie hier nicht heilen kann oder so. Das wäre ja zumindest mal was gewesen. Also einmal eine Hütte irgendwo benutzen, fände ich jetzt ganz gut. Esprit, ich glaube Qual haben viel Mana. Ja. Das hat geklappt. Die Doppelgiftaxt ist einfach, muss ich sagen, das, was mich hier, wo ich hier noch richtig Bock drauf habe. So, nächster Protect-Ring.
Den ziehst du an. Das ist mir egal, dass du ein bisschen Angriff verlierst. Protect Ring ist mir viel zu wichtig. Ich glaube, wenn man das Spiel spielt und immer dann genau weiß, welcher Zauber gegen welchen Gegner gut ist, kann man hier echt viel rausholen. Sie ist auch immer zu schnell, ne? Ja. So, wenn der Gegner resistent oder immun ist, glaube ich, bringt das auch nicht so viel EP. Wow. So viel Weg für einen Äther. Ja, klappt nicht, war klar. Gegen die ist halt gut, wenn man mit den Waffen immer wieder draufhaut. So leveln die halt sehr stark. Aber leider hauen die halt dementsprechend hart rein. Obwohl, mach nochmal Esprit bitte. Zu schauen, dass wir da Mana rauskriegen. Ja, das ist sehr gut. Sie hat Mana voll, glaube ich. Das ist sehr gut. Ja, nochmal. Oh, und Firion hat den letzten Punkt in Stärke gekriegt. Ich wollte gerade schon meinen, geht Blitz auch noch irgendwann hoch? Maria hat fast Agilität auf voll. Und Gaia auch. Krass. Ja, wahrscheinlich durch die Handschuhe, die ich denen gegeben habe. Wo kommen wir jetzt hin? Kann ich hier ein Item benutzen? Nee, kann ich nicht. Es müsste halt der letzte Ort jetzt hier sein. Haarnadel wieder. Blaster ist sehr gefährlich. Alter, sie räumt alle auf. Noch eine Haarnadel. Wieso kann man da unten lang laufen? Mal kurz gucken. Hier ist gar nichts, ne? Das sind so. Die Augen da bewegen sich. Außer, dass das gruselig ist. Teilweise nicht ersichtlich, ob man jetzt hier irgendwo noch einen Geheimgang hat oder was drücken muss. Irgendwie ist das alles nicht so ersichtlich. Irgendeiner führt jetzt hier durch. Die
die hauen auch einen Damage raus. Das ist ja unnormal. Alter, die haben Guy fast gekillt. Und Leon kommt jetzt so langsam aus dem Quark. Puh. Also sehr viele Räume, sehr viel zu laufen. Hier ist nur für Goodies, glaube ich. Nee, man kann sogar an der anderen Seite rauslaufen. Monster scheinen ja auch noch die gleichen zu sein. Ich gehe jetzt nochmal zurück, um die anderen Räume abzuchecken. Nicht, dass das jetzt hier der richtige Weg ist und in den anderen Räumen ist nichts drin. Nee. Tatsächlich sind alle Räume hier wichtig. Oder was? Also die zwei mittleren sind schon mal gut. Und auch die hier sind gut. Also in jedem Raum sind zwei Kisten, oder was? Scheint so, ja. Aber bei manchen sind einfach Türen und bei manchen sind Teleporter. Okay. Oh, Mann. Ach so, Zombieborgen. Du bist ein Zombie. Zombies und Feuer und so. Ja, das geht aber. Also Flair ist hier wirklich eine Enttäuschung als Zauber. Klar, macht immer Standard Save viel Damage, aber... So, Genji. Ah, cool, ich kann hier die Genji-Rüstung finden. So, jetzt so. Ich mach das jetzt einmal kurz ohne... Zufallskämpfe. Ich will mal einen so einen Raum abschließen, zu gucken, was dann passiert. Und ich habe mich verlaufen. Ach, ich komme hier dann von der anderen Seite aus ran, oder was? Hier ist eine Sackgasse, aha. Und an manchen Stellen kann man durchlaufen. Okay, das ist schon ziemlich verwirrend alles. Ich möchte jetzt mal schauen, wenn ich hier wieder rausgehe, wenn ich jetzt den einen rechts nehme, ob ich dann einfach die andere Tür unten habe. Ja, tatsächlich habe ich. Okay. Verstanden. Weiter geht's. Aber die Gegner sind jetzt irgendwie immer dieselben auch, ne? So, und das ist also quasi für jedes Teil der Genji-Rüstung braucht man, kriegt man dann.
einen Boss. Das war jetzt ein bisschen sehr viel Mana-Verschwendung. Kannst mal Esprit wieder machen. Alter! Das war ja mal krass. Kann sie einfach alle Leute absaugen. Alter, Tiamat. Doch nur so ein kleiner. Komm, ich will gucken, ob Bann wieder funktioniert. Das wäre sehr lustig. Aber wir müssen uns schon mal schützen. Elementar und Zuständeschutz. Und du greifst an. Ja. Es ist so geil, mit Bann kannst du halt Bosse one-shotten. Das ist so krass. Ja, Genji Helm. Das war vorauszusehen. Gut, dann haben wir das hier geschafft. Und können natürlich hier durchgehen. Die blastern jetzt uns voll. Das läuft. Satanskraut und Barbar. Du kannst Feuer auf Satanskraut machen. Der Rest greift an. So, man hat es vielleicht im Hintergrund gehört. Meine Zeit ist abgelaufen. Schade, ich dachte eigentlich, dass ich irgendwie weiterkomme, aber ich glaube, hier geht es jetzt einfach nur noch in Richtung Endboss. Ich werde hier jetzt mal alles absuchen und gucken, was ich vergessen habe. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch einen Speicherraum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht auch auf der anderen Seite da unten wieder. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da, Like da. Freue ich mich sehr drüber. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du als nächstes sehen möchtest. Mehr Final Fantasy, gerade Rollenspiel spezifisch, mache ich ja auch einiges hier auf dem Kanal. Ansonsten bin ich raus, bis zum nächsten Mal. Hau rein, mein Freund, und tschö, tschö.